Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal das Statement von Sinanji reinziehen zu der ganzen Thematik. Let's get it on. Statement, Punkt. Bring dein Geschäft ins Internet und verkaufe online mit Shopify, der E-Commerce-Plattform, der mehr als 1 Million... Yes, yes, liebe Freunde, was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch allen geht's soweit gut. Ich wollte mich natürlich jetzt mal zurückmelden mit einem Statement, aber natürlich auch mich nochmal gleichzeitig auch bei euch entschuldigen, einfach für das erste Statement, was ich auf Instagram rausgeballert habe. Wie es dazu gekommen ist, erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz, damit ihr so ein bisschen Background, ein bisschen einfach das ganze Ding ein bisschen besser verstehen könnt. Ich hatte einfach sehr viel um die Ohren. Ich war beim Sport, ich war am Pennen, ich stehe auf, ich gucke in mein Handy rein. Plötzlich schießt mir so eine Welle entgegen, ja. Ich war mit der Situation einfach total überfordert. Ich wusste nicht, wohin mit meinem Kopf. Ich sage euch ehrlich, das war sehr unangenehm für mich. Und dementsprechend habe ich aus dem Effekt heraus einfach ein Ding rausgeballert auf Instagram. Und natürlich weiß ich, dass das nicht zufriedenstellend war. Da kam keine Infos. Dieses Statement war einfach der ganzen Sache nicht gerecht. Sagen wir es mal so. Und das haben ja auch viele Leute in den Reactions auch gesagt gehabt, ne? Und ja, finde ich gut, dass er das so einräumt, dass er einfach aus dem Affekt gehandelt hat und einfach mit der Situation überfordert war. Dementsprechend mache ich jetzt hier das größere Statement. Es tut mir auch leid, dass es ein paar Tage gedauert hat. Aber ich musste mir auch ein paar Tage Zeit nehmen, nicht wegen des Statement allgemein, sondern überhaupt, ich war mit der Situation komplett überfordert. Besser, Mann, so viele Leute, wenn man irgendwann irgendwas passiert in der Öffentlichkeit, fordern immer so schnell ein Statement und man hat natürlich auch Emotionen, wo man dann denen folgt und sagt so, ja, Mann, ich muss jetzt auch, ah, das regt mich auf und bla 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 bla. Aber ich glaube, so dieses Zurückziehen, Reflektieren, selber klarkommen und dann irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten, ist auf jeden Fall der richtige Move. Und auch wenn er sich jetzt 1-2 Tage noch vielleicht länger Zeit genommen hat, glaube ich, war wichtig einfach auch für ihn als Mensch und für die ganze Familie, Bro. Tagelang zu Hause. Könnt ihr euch vorstellen, sicherlich. Ich hab eine Mutter, ich habe einen Vater, ich habe Verwandte. Geschwindigkeit auf 1,25, sagen ein paar Leute. Guck ich mal, ob das nice noch zum Reinziehen ist. Könnt ihr euch vorstellen, was da also los war? Also Diskussionen, Telefonate, Rechtfertigungen, da, bla, bla. Also, es hat von allen Seiten gehagelt. Und ich musste das erstmal alles irgendwie bewerkstelligen, ja. Deswegen seid mir da bitte nicht böse, wenn ihr es ein paar Tage gewartet habt. Ja, um auf das Thema direkt einzugehen. Ihr wisst genau, worum es geht. Es geht um dieses besagte Video. Ich weiß nicht, Mann, so gehen die Emotionen ein bisschen flöten. Ich lass mal erstmal auf Standard. Dieses zusammengeschnittene, komische Video, was über mich rausgekommen ist. Um auf den Punkt zu kommen, Freunde, dieses Gespräch, ja, das habe ich mit meiner Ex-Freundin geführt. Okay, meine Ex-Freundin, mit der ich 2-3 Jahre zusammen war. Okay, die hat auch krass übrigens das Badewannenvideo rausgebracht. Bei der Situation damals habe ich sogar noch mir gedacht, egal, ich gehe nicht rechtlich vor, ist mein Karma. Ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Ich war lange im Gefängnis, ich habe vielen Menschen Unrecht getan. Ach krass, also es war seine Ex-Freundin, mit der er 3 Jahre zusammen war und die hat auch das Badewannenvideo geleakt, wa? Habe ich hingenommen. Okay. Meine Mutter hat es gesehen, alle waren enttäuscht, alle waren traurig. Man sieht mich mit, ihr wisst selber, ja, ne. Dieser Anblick ist für Verwandte und für Menschen, die einen lieben, auch nicht schön. Okay? Mhm. Aber ich hab's hingenommen. Ich hab gedacht, egal, vielleicht habe ich es nicht anders verdient. Ich habe das Mädchen vielleicht scheiße behandelt. So, ich habe nicht immer jeden Menschen sehr gut behandelt. Und da habe ich mir gedacht, egal, ist mein Karma. Weil, ich sag euch ehrlich, Freunde, so, ich bin auch ehrlich zu euch. Also ich brauche euch nicht anlügen. So, in meiner Vergangenheit lief nicht alles immer perfekt. Ja. Ich war lange im Gefängnis, die Liebe in meinem Leben war immer so lala, ne? Während andere vielleicht eine schöne Beziehung hatten, ins Kino gegangen sind, immer, da war ich hinter kalten Gitterstäben und bin am Ausrasten gewesen. Und irgendwann, als ich rauskam, habe ich natürlich alles versucht nachzuholen. Ja, ich habe meine Bestätigung versucht bei Weibern zu holen, mein Ego zu pushen und hast nicht gesehen. Ja. Sehr reflektiert gerade, finde ich gut. Und ich habe mir gedacht, egal, ich habe verdient, kein Problem. So, jetzt 2 Jahre später, 2,5 Jahre später, keine Ahnung, kommt jetzt auf einmal so ein Video, zusammengeschnitten, völlig aus dem Kontext gerissen, ja, weil gewisse Sachen, die dort gesagt werden, die sage ich, ja, das bin ich, ja. Aber ist das dieses eine Gespräch, denke ich,
ich guck mir das nicht mehr. Ich will, was ist das? Das passt, das eine passt mit dem anderen nicht. Das eine passt mit meinen Lippen gar nicht, ist gar nicht synchron. Es ist zusammengeschnitten. Entweder aus Voicemails oder aus anderen Telefonaten. Ich habe sehr oft mit meiner Ex-Freundin Dirty Talk gemacht. Ja, sehr oft dreckige Sachen. Und ich bin auch so ein, ja, nee, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich bin so bei sexuellen Sachen ein bisschen wild drauf. Ja, ich sag auch Sachen, vielleicht auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht so korrekt sind. Aber so dreckig halt. Ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt nicht genau ins Detail gehen, aber ich sag nur mal Sachen, die manchmal nicht vielleicht, ne, wo man denkt, okay, was halt, was ein. Der hast du jetzt einen rausgekloppt, der ist crazy. Das hatte ich auch in meiner Reaction gesagt, glaube ich, bei der ersten Reaction auf das Manuelsen-Video, dass ich auch, also dass Sinan auf jeden Fall so eine crazy Ader hat, das merkt man. Und ich finde es gut, dass er halt da sitzt und sagt so, ja, ich bin auch crazy, weißt du? Ich habe auch durch die Zeit im Knast und durch dieses Ganze habe ich auch so, meine Liebe im Leben war immer so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, war immer so ein bisschen komisch, war immer nicht so, wie es normalerweise sein sollte. Und ich bin auch verrückt, was Dirty Talk und sexuelle Geschichten mit Frauen angeht und so. Finde ich gut, dass er das so einräumt und so reflektiert da sitzt und das einfach sagt, dass es so ist, weißt du? Okay, aber das ist meine Freundin. Und das ist auch eine krasse, das ist halt auch eine krasse Sache, wenn du halt mit jemandem zusammen bist, auch noch über 3 Jahre lang und du vielleicht so eine Neigung hast, mal den ein oder anderen dreckigen Talk mit ihr zu machen am Telefon und ihr, das ist so euer Ding. Das ist ja jedem sein privates Ding, was die am Telefon besprechen oder was deren Fetisch ist oder was deren Ding ist. Und wenn du dann halt so einer bist, der halt gerne so Dirty Talks macht und so mit deiner Freundin und die nimmt das dann auf, weil warum hat die das überhaupt aufgenommen, weißt du, wie ich meine? Da merkst du schon jetzt mal, unabhängig davon, was gesagt wurde und alles, ne, diese Beziehung muss schon crazy gewesen sein, wenn die Freundin auf die Gedanken kommt, so eine Sachen per FaceTime, während man Dirty Talk macht und so aufzunehmen. Das ist schon krank. Ein privates Gespräch zwischen mir und meiner Freundin, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, okay? Das wollte ich niemals, dass ihr das in so einem Umfang und so einem Ausmaß überhaupt mitkriegt. Ja, weil das ist ein privates Ding. Und meine Freundin übrigens hat auch kein Kind. Ja, also sie hat keine Kinder. Und wichtige Information, finde ich. Umso unangenehmer macht das ganze Thema hier. Das ganze Thema ist für mich sehr unangenehm, dass ich mit euch über mein Privatleben, über meine Ex-Freundin sprechen muss. Über Sexualität und so, ja, ja. Die Situation sprechen muss, in der ich mich befinde, was mich wirklich auch sehr krass runterzieht, weil es ist, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nicht irgendwie aus Metall oder so. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und weiß Gott, ich habe auch viele Fehler gemacht, ja. Aber das, was man mir versucht zu unterstellen, das vergessen manchmal Menschen, dass die Personen in der Öffentlichkeit, die da in der Öffentlichkeit leben, auch Menschen sind, Bro. Weißt du so? Die haben auch Gefühle, die sind auch crazy, die haben auch Fantasien, die haben auch Gedanken, die haben auch sexuelle Vorlieben und so. Nur weil wir in der Öffentlichkeit sind, sind wir nicht perfekt. Das ist so eine Sache, die Leute auch mal richtig sich vor Augen halten müssen. Auch wenn Leute sich verändern zum Beispiel. Es ist voll schwer als Person des öffentlichen Lebens, dich in der Öffentlichkeit, während du in der Öffentlichkeit bist, zu verändern. Weil Leute immer dann wieder an dem Alten auch festhalten wollen und so. Und du musst immer das machen, für was du bekannt bist und so. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber vergesst nicht, dass die Leute in der Öffentlichkeit auch Menschen sind. Das ist ganz, ganz weit von mir weg. Das könnt ihr mit mir nicht in Verbindung bringen, denn das bin nicht ich. Ja? Sachen, die ich gesagt habe, die aus dem Kontext gerissen worden sind. Sachen, die zusammengeschnitten worden sind aus anderen Telefonaten oder aus anderen Voicemails. Alter, man sieht doch ganz klar, dass das zusammengeschnitten ist. Ja. Ich kann euch nicht zu 100% sagen, was von welchem Gespräch und was nicht, weil ich habe 1000-mal mit meiner Freundin telefoniert. Ja, ich habe 1000-mal mit ihr Dirty Talks gehabt. Und wie zum Beispiel, hol mal die Kleine. Ja, also Kleine ist für mich, Alter, hol mal deine Freundin rüber. So einen Talk haben wir voll oft gemacht. So dieses Rollenspiel, dieses Dreckige einfach. Und das muss man auch nicht, das, den Punkt muss man auch zum Beispiel nicht verstehen, weißt du, wie ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, ja Bruder, aber das ist ja Ding und so, aber das ist halt deren Ding vielleicht gewesen, so, ey, stell dir vor, ich mach was mit deiner Freundin, so mäßig, Digga, so, dieses Triggern, dieses Sex, ich kann es zwar selber zum Beispiel, ich habe das noch nie gemacht, so, aber es ist halt vielleicht deren Fetisch, was ist denn jetzt los?
Ihr Netzwerk, ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Weiter geht's. Ich zum Beispiel gesagt habe, was war da? Die checkt doch eh nix. Hör mal. Denk mal ein bisschen nach. Ja, nee. Ich habe ihr vielleicht in einem anderen Gespräch gesagt, lass mal irgendwas machen. Und sie sagt, ja, geht nicht. Meine Mutter sitzt neben mir und sagt, ja, geh doch mal andere Zimmer. Die checkt doch dann eh nix. Beispiel. Ja, nee, ich will euch damit nur sagen, dass man gewisse Sachen einfach sich so schneiden kann, wie man will. Gerade wenn man eine lange Beziehung hat. Gerade wenn man lange Kontakt hat, hat man Voicemails, hat man Telefonate und ich weiß ja gar nicht, was, wann hat die was von mir aufgenommen. Ich habe doch diesen Menschen vertraut, warum nimmt die mich auf? Ich könnte doch genauso jetzt Sachen von ihr leaken. Ich habe auch Videos im Bett mit meiner Perle gehabt und hast nicht gesehen. Aber leak ich sowas? Was habe ich denn davon? So, sowas würde ich niemals machen. Und ich habe zum Beispiel jetzt so, wenn ich ein Foto von mir mit meiner Freundin im Bett gemacht habe oder ein Video, das habe ich ja nicht gemacht aus dem Aspekt, ah, irgendwann werde ich das leaken oder die ihr Leben zur Hölle machen. Aber anscheinend hat sie das so gemacht, ja, mich beim FaceTime aufzunehmen oder Sachen zusammenzuschneiden, um mir zu schaden. Ja, all die Sachen, die ich in dem Gespräch gesagt habe, egal was ich gesagt habe, die haben nichts, rein gar nichts mit den Anschuldigungen zu tun, die im Raum stehen. Okay? Ich weise das ab von mir und ich möchte mit sowas auch nichts zu tun haben. Wichtig. Ich distanziere mich ganz klar. Ich distanziere mich, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Aber ich distanziere mich trotzdem. Für euch, damit ihr das auch wisst. Bis zu einer Grenze denkt man sich, rallas, mein Karma ist okay. Aber wie oft soll das, wie lange soll das weitergehen? Okay, das heißt also, Sinan sagt uns gerade, dass das, was viele Leute draußen gedacht und geglaubt haben, dass das nicht so ist. Also die Vorwürfe, die im Raum standen, die gingen ja um, ja, pädophile Gedanken, Vorwürfe in die Richtung pädophile Gedanken, pädophile Fantasien etc. so. Und die Vorwürfe weist Sinan hier ganz klar von sich. Und ja, das heißt auf jeden Fall, dass er sagt, ich habe in die Richtung nie irgendwas gesagt und nie irgendwie daran gedacht. Und was man gesehen hat, wurde aus dem Kontext so geschnitten, damit es so aussieht, als ob ich so einer bin. Er hat in dem Statement jetzt gerade gesagt, dass er das komplett von sich weiß. Und ich als Mensch, einfach weil ich ein Mensch bin und ich habe Sinan schon ein paar Mal getroffen, ich werde erstmal das, was hier gerade von ihm in dem Statement gesagt wird, für voll nehmen. Karma, Karma, Karma. Das ist jetzt so weit gegangen, Entschuldigung, Freunde, das ist jetzt so weit gegangen, dass selbst ich auch irgendwann jetzt rechtliche Schritte eingehen muss. Also, dass ich meine Anwalt, also meine Anwältin anrufe und sage, ey, was können wir da machen? Was ist denn das, Alter? Ich habe dann über meine Anwältin rechtliche Schritte eingeleitet, ja, in jeglicher Form. Was die Ermittlungen jetzt von sich, also was das Resultat der Ermittlungen ist, kann ich euch in diesem Moment nicht sagen. Aber es wird ermittelt gegen diese Person, die dieses Video zusammengeschnitten hat. Wir werden gucken, was Sache ist. Hat die das veröffentlicht? Hat das vielleicht ihre Freundin veröffentlicht? Hat das ihr neuer Freund veröffentlicht? Ich weiß es nicht. Ich lasse da die Polizei ihre Arbeit machen. Okay? Wenn es so sein sollte, dass ich euch informieren kann über neue Sachen in diesem Bereich, werde ich das mit euch auf Twitch machen. Okay? Ich bin auch nicht unschuldig, Freunde. Okay? Ich will auch hier gar nicht sagen, ich bin unschuldig. Ich war dumm. Ja? Ich war naiv, dass ich überhaupt FaceTime mache. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich verstehe das voll und ganz, im Nachhinein natürlich. In dem Moment, ich habe doch einem Mensch vertraut. Ich denke ja nicht dran. Ich bin jetzt, wenn ich mit meiner Freundin rede, denke ich ja nicht, ich bin Sinan G. Die redet mit Sinan. Ich bin ein normaler Typ. Ich bin zu Hause, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mann. Und ich gehe nicht davon aus, ich bin ein Artist. Ich bin bekannt. Ich unterhalte die Leute seit über 10 Jahren. Ich bin immer freundlich. Mit mir kann man immer lachen. Nein, so habe ich nicht gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, ey, das ist meine Perle und wir haben jetzt gerade Spaß. An nichts anderes habe ich gedacht. Und ich wollte niemals irgendeinen Menschen verletzen. Ich wollte keinen von euch enttäuschen. Ich wollte niemals irgendwie meine Familie enttäuschen, die, mit denen ich gerade voll das komische Verhältnis habe. Wegen dieser Sache. Weil ihr seht nun mal das, was ihr gesehen habt. Okay, und das meint ihr, das ist für mich einfach? Es ist nicht einfach für mich. Ganzen Menschen sehen, was ich da mache, vermeintlich Sachen sage. Meine Mutter hört, wie ich mit einer Frau rede. Oder mein Vater, denkt schon mal, was ist hier los? So, und ich kann nachvollziehen,
Ich kann verstehen, dass gewisse Leute sich darüber aufgeregt haben und das zum Aufschrei gebracht haben und wissen wollten, was geht da ab. Ich kann das nachvollziehen. Bis zu einem Punkt ist es auch okay. Ja, weil man bekommt erstmal dieses Video, man sieht erstmal dieses Video, Digi, und die Sätze, die da gesagt wurden, die stoßen bei einem auf. So, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das meint er auch, dass er das nachvollziehen kann, dass manche Menschen einfach das gesehen haben und erstmal halt geschockt waren, schockiert waren und irgendwie reagieren mussten, vielleicht auch oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt gerade gesehen, im Chat spekulieren auch viele Leute wieder jetzt so, ja, weiß ich nicht, ob man ihm glauben soll oder nicht glauben soll oder hier oder da. Bruder, spekulieren macht auch gar keinen Sinn. Weißt du, was ich meine so? Es macht ja gar keinen Sinn. So, solange, also warum sollte ich jetzt mich hinsetzen und so, weiß ich nicht, warum soll Sinan jetzt da sitzen und lügen? Weißt du, was soll er jetzt davon haben? So, ich denke, ich bin einfach ein Mensch, und wenn ein Mensch sich so, wenn ich mir reinziehe, wie ein Mensch sich hinsetzt, offen und ehrlich eine Situation reflektiert, sich entschuldigt und sagt, guck mal, so und so war es gewesen, wer bin ich, dass ich sage, nee, war nicht so gewesen, obwohl ich nicht mal irgendwelche weiteren Infos habe? Dann sagt einfach, bleibt neutral, solange bis der Zeitpunkt kommt, wo ihr euch hundertprozentig sicher seid. So, mein Gefühl sagt mir gerade bei dem Statement, dass Sinan hier gerade ehrlich ist, und ich bin einer, nehme das dann erstmal so hin. Ich vertraue ihm jetzt in dem Moment und sage, ja, okay. So, das, was er sagt, nehme ich gerade für voll. Man muss dem nachgehen. So wie das geschnitten ist. Ich meine, man weiß, es ist geschnitten. Irgendwas ist fake dran. Man sieht es. Man hört es. Dennoch werden komische Sachen gesagt. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass gewisse Menschen sich dafür einsetzen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wie wenn ich zum Beispiel sage, hol mal die Kleine, aber andere Influencer oder Instagrammer, wenn die darüber reden und sagen, ja, der hat doch gesagt, hol mal die Tochter. Das ist einfach, das ist weiter Gerüchte verbreiten, mein Wortlaut verdrehen, das habe ich nie gesagt. Ja, und meine Ex-Freundin hat auch kein Kind. Und ich habe auch nie gesagt, hol mal deine Tochter oder irgendeine Scheiße. Okay? Und ihr müsst mich auch ein bisschen verstehen. Ich bin angepisst. Ich bin angepisst, traurig, ich bin frustriert, ich bin alles in einem. Ja, ne, meine komplette Welt. Alter, ich war am Gas geben. Ich mache Highlight-Kanal für euch. Ich gehe streamen für euch. Ich investiere Zeit. Ich mache und tue, damit wir alle Spaß haben. Und von heute auf morgen plötzlich scheißt man da rein. 2, 3 Jahre später. Innerhalb von einer Woche, innerhalb von den ganzen Tagen, wo wir die ganzen Sachen machen, Streaming, wo alles gut läuft, geht alles, als ob einer so eine, wie soll ich das vergleichen? Als ob einer so eine Sanduhr gedreht hat oder die Steine fallen in die andere Richtung plötzlich. Ich war völlig hin und weg. So, und jetzt trete ich mit dieser Visage, Alter, meiner Mutter gegenüber, wenn ich nach Hause komme. Wisst ihr, was für, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, was für ein Gefühl das ist. So. So läuft es leider oft im Leben, ne? Man denkt manchmal so, es scheint alles gut, alles ist nice, alles läuft gut, es geht in eine gute Richtung rein, und dann passiert eine Sache, Digga, die Switch, das Ding hat der gut erklärt, so, das Ding einfach komplett auf den Kopf und alle Steine fallen auf einmal auf dich runter, so. Habe ich in meinem Leben selber auch schon erlebt, leider. Ich sag da, versucht einfach so gut wie möglich korrekte Menschen zu sein und eure Mitmenschen so korrekt wie möglich zu behandeln, damit ihr ein gutes Karma bekommt, weil ich glaube wirklich daran, dass, wenn ihr ein gutes Karma habt, dass auch mal so eine, wie soll ich sagen, eine Welle, wo von guten Ereignissen sich auch noch potenzieren kann und auch lange so weitergehen kann. Tust du aber Menschen Unrecht, behandelst Menschen scheiße, machst halt blöde Dinge für dein Karma, dann passieren so eine Sachen ganz schnell, dass, wenn es gut läuft, auf einmal eine Sache kommt und alles läuft auf einmal scheiße. Also ich glaube schon an Karma. Ich glaube daran, dass machst du Gutes, wird dir Gutes widerfahren, machst du Schlechtes, wird dir Schlechtes widerfahren. Aber was gut und schlecht ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier, da denkt man auch manchmal falsch. Manchmal denkt man, mir passiert gerade was Schlechtes, und in 5 Jahren denkst du daran zurück und denkst, eigentlich war das gut, weil das hat mir das und das gebracht, hat mir gezeigt, wer so und so ist, hat mir das und das. Weißt du, wie ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine. Und es ist für mich nicht einfach. Und normal kann ich nicht jeden zufriedenstellen. Ja, ich mache jetzt morgen ein Statement. Ja, ich tue jetzt das. Ja, morgen so. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich musste mich ein paar Tage zurückziehen und erstmal klarkommen. Was ist hier überhaupt Sache? Was ist jetzt schon wieder los? So, und ich sage euch nochmal, bitte, auch wenn ich es mich wiederhole, alles, was ich dort im Gespräch sage, dieses komische, zusammengeschnittene Gespräch, egal was ich da gesagt habe, egal wo, wann ich was gesagt habe, das hat nichts mit den Anschuldigungen zu tun, die im Raum stehen. Das hat gar nichts damit zu tun. Ja, wenn ich habe genug perverse Sachen zu meiner Perle gesagt. Ich habe genug
Sachen ihr am Kopf geworfen in der Beziehung. Also weiß der Geier, was ich alles in meinem Leben schon gesagt habe, was auch vielleicht nicht korrekt war. So, aber letztendlich will ich euch sagen, es hat nichts mit diesen Anschuldigungen zu tun. Ich verstehe die gewissen Leute, die natürlich Fragen stellen. Ich verstehe das. Es ist auch gut so, dass man diesem Thema nachgeht. Deswegen mache ich auch dieses Statement, um zu verschaffen. Damit Leute wissen, okay, so ist es. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei jedem, der dieses Video bis Ende schaut. Jeden, der mir eine Chance gibt, mich anzuhören. Ja, was ich aber nicht verstehe und nicht gut heiße, sind die Menschen, die meine Worte doppelt und dreifach verdrehen, ja, die einfach das Thema nutzen, um sich selber zu pushen. Ja, nee, wie krank ist das, so ein Thema, was sehr sensibel ist und was auch wichtig ist, auszunutzen für die eigene Agenda, für den eigenen Push, für, ich weiß der Geier was, aber ich möchte das jetzt nicht vertiefen, weil darüber, über solche Sachen können wir im Twitch sprechen. Über Leute, die Telegram-Gruppen erstellen. Die Leute, die diese, die gestern noch mit dir am Tisch gegessen haben, die am nächsten Tag plötzlich auf dich schießen, ohne dich anzurufen. Ohne dich zu fragen, ey Bro, da ist irgendwas komisch an diesem Telefonat. Irgendwas stimmt da nicht. Kannst du mich kurz aufklären? Nein. Ich war sofort schuldig. Sofort in Story wurde gegen mich geschossen. Ohne mich anzurufen. Mir wurde entfolgt, ohne mich zu fragen. Ohne überhaupt. Es wurde einfach nur ein Stempel gesetzt. Und das finde ich sehr traurig. Über diese Einzelheiten können wir natürlich in Twitch reden. Ich werde eure Fragen beantworten. Ihr könnt unter diesem Video. Ist halt dreckig gemacht worden, ne? Diejenige oder derjenige, der das Video zusammengeschnitten hat oder gemacht und veröffentlicht hat, der wollte halt genau das erreichen. Dass alle Leute denken, dass Sinan irgendwelche pädophilen Gedanken hat oder ausgesprochen hat und so. Und das ist halt ein Thema, wo manche Leute einfach keinen Spaß machen und manche Leute sofort eine Reißleine ziehen, obwohl sie nicht mal 1.000.000% wissen, ob das nicht vielleicht aus dem Kontext ist oder aus dem Zusammenhang ist. So, das war wahrscheinlich genau die Intention, mit diesem dreckigen Thema zu spielen, damit halt Leute gar nicht drüber nachdenken, sondern sich sofort distanzieren. Aber das siehst du mal halt, ne? Ich sag dir so, Sinan sagt ja selber jetzt hier in dem Statement, dass er diese Anschuldigungen von sich weist, dass es mit dem Thema Pädophilie oder mit dem Thema Kinder irgendwas zu tun hat. Er gibt auch zu, dass er irgendwie pervers ist und dass er Dirty Talks mit seiner Ex gemacht hat und auch schon kranke Sachen da gesagt hat, so. Das steht für mich aber auch persönlich auf einem anderen Blatt Papier. Da kann man nochmal eine separate Diskussion aufmachen mit frauenfeindlich oder dies oder das. Alles schön und gut, aber solange es sich nicht um das Thema, also das Thema Pädophilie und Kindesmissbrauch und Gedanken in Richtung Minderjährige und so ein Scheiß, steht für mich auch auf einem ganz anderen Blatt Papier so. Auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also, wisst ihr, was ich meine? Und ich bin, ich bin froh, dass so ein Statement kommt, wo er das halt ganz klar von sich weist und wo man auch das Gefühl hat, er ist offen und ehrlich zu uns. Und ja, ey, das Einzige, was im Nachhinein zu diesem Statement eigentlich noch kommen kann, ist, dass entweder das komplette Video irgendwie rauskommt, wo man nochmal seine Meinung vielleicht ändert oder nicht, Digga, oder ich weiß nicht. Was ich noch gut fände, ist, wenn er sich vielleicht in den Stream reinsetzen würde und vielleicht jede Aussage, die er getätigt hat, einmal auseinandernimmt, einmal sagt, das habe ich wahrscheinlich in dem oder dem Kontext gesagt. So, dass er es einmal kurz vielleicht nochmal für uns auseinandernimmt, dass man wirklich so alle Bedenken aus dem Weg räumen kann und mit dem Thema dann auch abschließen kann, Bro. Fragen stellen, dies, das, eure Meinung dazu geben. Alles kein Problem, habe ich kein Problem mit. Aber man darf, Entschuldigung, an der Stelle darf man aber auch nicht vergessen, es gab natürlich auch einige Leute, die das neutral betrachtet haben, die auch wirklich innegegangen sind und gesagt haben, okay, irgendwas stimmt da nicht. So. Deswegen danke auch nochmal an Bruce, dass du mir den Rücken gestärkt hast. Es gab noch ein, zwei andere, die das auch gemacht haben. Sorry, wenn ich jetzt die Namen nicht dingens habe. Ich bin aber jetzt gerade auch ein bisschen aufgewühlt. Ne? Ich rede mir gerade natürlich den Scheiß von der Seele, ja, weil ich doch die letzten 4-5 Tage das so in mich getragen habe. Seid mir da nicht böse. Da können wir nochmal im Twitch-Stream nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, Freunde, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich bin auch nicht unschuldig im allen. Ne? Aber irgendwo ist auch mal eine Grenze. So, ich distanziere mich ganz klar von diesen ganzen Sachen. Danke nochmal an jeden, der zuschaut. Danke nochmal für den Support. Ich würde dann einfach jetzt sagen, dass wir uns morgen auf Twitch sehen. Um 20 Uhr. 20 Uhr sagen wir, 20 Uhr heute morgen. Das ist quasi dann, ja, Montag, 20 Uhr. Und dort werden wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten besprechen.
tut mir auf jeden Fall leid, wegen diese, dass ich ein bisschen aufgewühlt bin, aber ich, in mir steckt so viel, es ist sehr schwierig für mich. Ich sag euch, es ist auch nicht einfach für mich, es ist sehr unangenehm. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Klarheit ins Dunkle bringen, also ein bisschen Licht ins Dunkle. Lasst uns dann nochmal in Twitch drüber quatschen. Ich bedanke mich bei euch und ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Danke. Alright. Also sehr wichtig auf jeden Fall, dass er ein Statement abgegeben hat. Das war das, was ich auch unbedingt haben wollte. Einfach, dass er sich hinsetzt und offen und ehrlich mit uns spricht und sagt, was da los ist. Alright. Ich würde sagen, das Thema war das Thema gewesen. Hört auf, zu viel euch Gedanken zu machen und zu spekulieren. Leute, wir haben alle immer noch ein eigenes Leben, was auch sehr, sehr wichtig ist, Digi. Konzentrieren wir uns darauf.